dritte, erste Fahrt und Fahrzeug haben wir ein ganz besonderes Mitglied der Vorstellung von hier umgebaut. Und zwar den TDG-15. Das war unser allererstes Allrad-Fahrzeug. Und für diesen Umbau war selbstverständlich einige Änderungen notwendig. Dieses System, in dem unsere Verfügung steht, Bau und Wiederbringung, haben uns zwei Schwierigkeiten gestellt. Die gleichen Schwierigkeiten sind wir auch bei der Modifizierung der Menschen gegeben. Dort setzen wir auf ein äußerst komplexes technisches System, das den Motor, die Waffe und die Verlegungsmotive auf das Lenkgewicht überträgt. Während der fertigen Phase, die virtuellen Fahrzeugkonzepte in realen Fahrzeugen umgesetzt werden, sind wir beim Testen, die Fahrzeuge in Betrieb zu nehmen und Performance sowie Zuverlässigkeit zu maximieren.
Themen und bei eventuell technischen Fragen die zuständigen Personen einfach anzusprechen oder ist eigentlich gerade in die Hand nehmen. Ich kann mich so wirklich alle weiterhelfen. Das gleiche gilt auch natürlich für das Kleidungsfahrzeug und zum Waschenfahrzeug. War oder für jeden bleibt natürlich weiterhin eröffnet. Und ich würde mich freuen, den heutigen Abend dann mit Ihnen teilen zu dürfen.